Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Interessierte an der grünen Erzählung, ich darf Sie bitten und euch bitten, die Plätze einzunehmen und will gleich vorneweg sagen, wir sind beeindruckt und auch begeistert von der Resonanz. Wir freuen uns auf unsere Versammlung und sind selber sehr gespannt. Deswegen bin ich auch tatsächlich in einer gewissen inneren Unruhe, wohin es uns in den nächsten 1,5 Tagen treiben wird. Ich darf Sie und euch im Namen von Ellen Überscheer und mir hier sehr herzlich begrüßen und will gleich vorneweg mich bedanken für die intensive Vorbereitung all dessen, was wir hier erleben, durch Ole Meinefeld, unseren Referenten für Zeitdiagnose und Stefan Depping, aber auch bei Roman Schmidt und Annika Magnussen sowie dem ganzen Tagungsbüro. Ohne euch wäre das hier alles nichts. Dafür vielen herzlichen Dank. Und natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, ohne die jetzt alle namentlich erwähnen zu können, denn das wäre ein längerer Vortrag, bei allen Referentinnen, Diskutantinnen und Moderatorinnen, die uns durch die nächsten 1,5 Tage bringen. Vielen Dank für Ihr Engagement. Auch ohne euch wäre das alles nichts. Dankeschön. Ich will gerne die Gelegenheit nutzen, für die Heinrich-Böll-Stiftung einführend ein paar Gedanken zu formulieren, warum wir das hier machen und was wir uns eigentlich dabei gedacht haben. Und weil Sie vielleicht die eine oder der andere weiß, dass es eine gewisse mediale Resonanz vorher gab, wofür wir auch sehr dankbar sind, denn Resonanz ist das Entscheidende, ich komme darauf zurück, ist es vielleicht umso wichtiger, das nochmal kurz zu formulieren. Also zunächst mal wollte ich noch mal sagen, wir sind jetzt bei der 5. Konferenz. Was ist die grüne Erzählung? Das ist wichtig, weil das hat eine Vorgeschichte. Wir haben angefangen 2014, ich bin es übrigens immer noch, aber ich werde älter und kann das sonst nicht auf meinem Blatt gucken. Wir haben 2014 angefangen, was ist die grüne Erzählung, und haben uns damals wirklich mit dem Begriff der Erzählung sehr intensiv befasst. Wir haben 2015 gefragt, was ist die ökosoziale Frage, also wie hängt eigentlich das Ökologische und die Gerechtigkeit zusammen. Wir haben 2016 eine grüne Erzählung von Teilhabe und Gerechtigkeit extrapoliert und 2017 nach den Unsicherheiten, also der Unsicherheit und den Sicherheiten in der offenen Gesellschaft gefragt. Und wir dachten, dass es jetzt, wo viele politische Strömungen wieder Orientierungsfragen stellen, auch die Grüne, mal eine interessante Idee ist, nach grünen Ideen, Geschichten zu fragen. Warum? Und das führt auf den ersten Punkt, der uns wichtig ist. Warum nennen wir das überhaupt grüne Erzählung? Es ist so, dass dieser Begriff der Erzählung oder auch des Narrativs sicher eine Zeit lang ein Modewort war. Das ist richtig. Die Zeit ist aber schon wieder vorbei, zumindest nach meinem Eindruck. Das hatte so einen Peak vor 3 Jahren. Aber es gibt natürlich einen viel tieferen Grund, mit diesem Begriff der Erzählung zu arbeiten. Und der besteht darin, dass wir vermutlich nur dann visionär oder gar utopisch denken können, wenn wir auch einen Sinn haben für das Universum an Ideen, Geschichten, die hinter uns liegen. Also simpel gesagt, Michael Kellner kennt den Slogan, ohne woher kein wohin. Das ist der Punkt, das ist das Spannende. Eine Erzählung findet immer in der Zeit statt, und beim Umgang mit Zeit geht es nicht nur einfach um ein formales Spiel, sondern in der Umgang mit Zeit, mit Temporalität, zeigt sich eigentlich eine ganze Haltung zur Welt. Und Erzählung hat fundamental mit Sprache zu tun, so wie übrigens Demokratie auch.
Und deshalb sind wir hoch erfreut, dass wir Durst Grünwein gewinnen konnten, der ja bekanntlich sein ganzes Leben über Sprache und Mitsprache arbeitet, so wie Robert Habeck übrigens auch wenn er jetzt schon vor geraumer Zeit von der Schriftstellerei in die Politik gewechselt ist. Eine politische Erzählung ist entsprechend immer politisches Denken in der Zeit. Deshalb dieser Begriff der Erzählung. Wo stehen wir jetzt mit Blick auf das, was war und was kommen könnte? Und es ist vermutlich übrigens am schwersten zu sagen, wo man gerade steht, Zeitdiagnose. Denn man sieht sich selber ja bekanntlich nicht, oder der Spruch geht eigentlich, man riecht sich ja selber nicht, ohne zeitlichen Abstand. Und Geschichte und Erzählung ist immer sicher auch eine Geschichte dessen, was hätte sein können, aber nicht war, Mark Fischer. Also die Geschichte dessen, was sich nicht ereignet hat, aber ereignen hätte können. Und in dem Sinn ist dieser Erzählungsbegriff natürlich viel interessanter, als das jetzt so als Modewort wegzuwischen. Das Begriff betrifft bei uns die kleinen und großen grünen Ideengeschichten der letzten Jahrzehnte. Und viele, die an dieser Erzählung mitgeschrieben haben, sitzen hier im Raum. Von Eva Quistrop, wo ist sie? Da, bis Dani Cohn-Bendit. Ich weiß nicht, ob er schon da ist. Hallo? Aber das betrifft auch die großen ideenpolitischen Stränge und Strömungen über die Jahrhunderte, etwa die großen ideenpolitischen Fragen von Gleichheit, Freiheit und Demokratie. Und ich erlaube mir den Satz, es gab auch schon eine Welt vor 1979, die Älteren wissen das. Und uns interessiert bei der Konferenz auch, wie sich die grüne Strömung an diesen großen Ideengeschichten wachsen kann, die ganz tief natürlich in die gesellschaftliche Erzählung eingeschrieben sind. Interessant ist auch das Adjektiv grüne Erzählung, denn gemeint ist damit natürlich nicht einfach eine Erzählung für die Partei oder für diese grüne Strömung selbst, das ist auch wichtig, sondern gemeint ist damit eine gesellschaftliche Erzählung, die von der grünen Strömung vorangetrieben wird oder vorangetrieben werden könnte. Wir verstehen Grün als eine eigenständige und auch selbstbewusste Strömung, aber Grün ist natürlich keine selbstreferenzielle Tautologie, so nach dem Motto mir san mir, sondern als Strömung, die sich zu den großen ideenpolitischen Geschichten verhält und in Auseinandersetzung mit ihnen wächst. Ich komme zur Konferenz, diesen Gedanken in vier Panels übersetzt, entlang der vier Grundwerte, Grundgedanken der grünen Strömung, Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit und Ökologie. Und darüber hinaus bieten wir morgen, und ich hoffe trotz Samstagvormittag, auf lebendige Resonanz, Workshops zu Ökologie, Geschlechtergerechtigkeit, Mensch und Natur, Arbeit und Technik, transnationale Solidarität und sozialer Sicherung. Vielleicht noch mal ganz kurz, was eigentlich jetzt die Idee war bei diesen vier Aspekten. Erstens Demokratie, die Frage nach einer republikanischen Erzählung. Warum haben wir das so genannt? Wir glauben, dass sich die Frage lohnt, wie kann es gelingen, gesellschaftlichen Protest und gesellschaftliche Bewegung mit unseren öffentlichen und demokratischen Institutionen zusammenzudenken und in eine produktive Wechselbeziehung zu setzen. Die grüne Strömung kommt natürlich elementar aus dem Bewegungsgedanken, aber wir wissen heute wieder und wir haben es immer gewusst, es gibt rechte und rechtsradikale Bewegungen, die sind ganz anders inhaltlich motiviert. Und es gibt gleichzeitig einen enormen Druck auf die demokratischen und staatlichen Institutionen. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Das ist nämlich nicht nur ein Unterschied im Inhalt, sondern das ist auch ein fundamentaler systemischer Unterschied, ob sich sozialer Protest aggressiv
von den öffentlichen Institutionen abwendet oder ob er sich ihnen kritisch zuwendet, man könnte auch sagen republikanisch, in der Absicht, sie besser zu machen und besser zu gestalten. Zweitens, Gerechtigkeit und Freiheit, die Frage nach einer Erzählung der politischen Linken und des politischen Liberalismus. Wie hängt eigentlich das grüne Engagement für Vielfalt und Selbstbestimmung zusammen mit der grünen Forderung nach Gerechtigkeit und sozialer Teilhabe? Das ist aus unserer Sicht keine Frage der bloßen Addition, hier die Freiheit, da die Gleichheit, sondern der genauen Verbindung. Ohne eine Gleichheitsidee ohne Freiheitsbegriff ist genauso wenig wert wie eine Freiheitsidee ohne Gleichheitsgedanken. Und auch im Kampf gegen den rasant wachsenden Rechtspopulismus kann man aus unserer Sicht festhalten, natürlich ist es ein Kampf um Liberalität und Vielfalt, aber ohne eine Strategie der sozialen Teilhabe der integrativen Gesellschaft, Robert Habeck, als Voraussetzung von Freiheit und Vielfalt wäre das ein verkürzter Kampf. Es kommt also darauf an, die kulturelle und die soziale Achse zusammenzudenken und nicht voneinander zu separieren. Aber wie genau kann das gehen? Das wäre die Frage, wo wir jetzt sehr gut zuhören sollten. Und wie kann es ausstrahlen auf die Ökologie, das entscheidende grüne Feld, wo es ja auch um die Freiheit und die Gleichheit der Zukunft geht? Aus dieser Sicht und so erklärt, scheint uns die Frage nach einem neuen Linksliberalismus sinnvoll, die Frage danach, auch die Kontroverse, zumal wir gerade auch erleben, wie in anderen Teilen der Gesellschaft ein Liberalismus ohne soziale Inklusion sich konfiguriert, wie auch eine illiberale Linke. Jetzt kann sich jeder selber ausdenken, wen er da einsetzt. Wir vertiefen dann am Morgen früh nochmal die Gerechtigkeitsfrage, die Frage nach einer Erzählung der sozialen Teilhabe in der radikalen Transformation von Kapital, Arbeit und öffentlichen Infrastrukturen, die wir gerade erleben. Und wir freuen uns sehr, nochmal uns der Frage einer Erzählung der Ökologie zuzuwenden im Zuge der technologischen und ökologischen Entwicklung. Und zwar nochmal als Frage einer Verhältnisbestimmung von Mensch und Natur, genauso wie von Lebensform und Ordnungspolitik. Und da sind wir wieder bei den Ideengeschichten. Das sind natürlich Fragen, wo ich fast geneigt bin zu sagen, die beschäftigen uns nicht seit Jahrhunderten, sondern seit Jahrtausenden. Wenn man etwa die Mensch-Natur-Frage nimmt und mal in die antike Philosophie reinschaut. Ein letzter Gedanke für unsere Konferenz zur Einführung. Hartmut Rosa formuliert in seiner von mir nicht durchweg geteilten Resonanztheorie gleichwohl einen entscheidenden Punkt, nämlich, dass wir aus einem Gespräch, in dem wir uns aufeinander einlassen, nicht als die gleichen rausgehen, als die wir reingegangen sind. Und in diesem Sinn möge unsere Konferenz als Resonanzraum gelingen. Vielen Dank.